Da ist sie. Ich wusste es, ich wusste es. Red mit mir und lass dich nicht mal wegschubsen. So Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play The Last Story. Und ich mach gleich weiter. Wir werden jetzt auch sehen, was dieser Laden ist. Man sieht es auf dem Bild nicht wirklich. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie eine Karte. Aber wir werden mal sehen, was jetzt da steht. Rüstungsladen. Da können wir neue Rüstung kaufen und das ist natürlich sehr gut. Auch wenn es jetzt... Ich habe kein Geld, also. Aber... Der hat hier... Tarn... Seidenbeinschutz. Das scheint ziemlich gut zu sein, wenn man das aufrüstet, auf jeden Fall. Diese neuen, das... Denke ich mal, auf jeden Fall. KP-Regeneration, Entdeckung. Das ist natürlich auch super. Lauftempo. Okay, also sobald wir mehr Geld haben, mache ich das. Aber momentan... haben wir nicht genug. Leider. Okay, und damit haben wir den Abteil der Stadt auf jeden Fall erfolgreich erkundet. Und ich würde sagen, in diesem Part werden wir jetzt auch erstmal den Ballhaus, was auch immer, was wir da machen müssen. Und im nächsten Part, ich meine, nach dem Ball, holen wir dann diese Zutaten für die Kokosmilch. Kokosmilch, da kriegen wir auch genug Kupfer. Vielleicht sammeln wir ja sogar noch ein bisschen was davon. Ja, und dann können wir auch schon loslegen mit dem falsche Richtung, glaube ich. Ich habe mich verlaufen. Können wir unsere Rüstung stärken. Ja, geh mir aus dem Weg. So, hier kam ich irgendwo her, ne? Da muss ich hier über die Brücke. Ist das die Brücke? Ja. Okay. Geh mir Sau. Geh mir aus dem Weg. Ja, Mann, die stehen mir alle im Weg rum. So, hier ist die Bar, ne? Ja, okay. Ariellas Taverne. Ladevorgang. So, wir speichern. Speichern, speichern. Auf 1. So. Gut. Und dann geht's jetzt auch weiter. Auf geht's. Ready to go? Mit mir. Yes. Then let's head to the castle. Auf zum Schloss. Juhu. Ah. Lazulis Castle, Count Argonen's abode. The wedding was but 1 month away, and the whole castle was filled with excitement and anticipation. After all, the great houses of Argonen and Rambolt were to be joined in holy matrimony. Ganz genau. Such a momentous occasion was the focus of the entire empire. Kapitel 8. Ach so, ich dachte, der labert noch weiter. Schloss Lazulis, große Halle. Ah. Would you look at that? Well, I'll tell you, this Argonen chap is no slouch. Seren, stop gawping like an idiot. The ball is due to start soon. There could be feuding nobles together in the same place. So take care that nothing unfortunate happens. Sure thing. Seren, try not to show off your complete lack of class, eh? Shut your pile! You're a fine one to talk. Die macht sie voll fertig. Sie rennen die Arme. Aber ich stehe hinter ihr. Das ist pervers gerade gewesen, wenn ich so an sie wende. Egal. Wo muss ich denn jetzt hinschauen? Ach, ist hier nicht wieder so ein... Ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Jetzt endgültig. Hier ist so ein... Diese blaue Dings wird immer größer. Aber wo soll ich denn dann hinschauen? Hier. Und jetzt geradeaus. Ah. Ein Ritter. What's up? I was just thinking, I've got a long way to go. Ah, you mean the knights? They're in a different league to us. Hmm. People may fear us mercenaries, but they look down on us too. I'll join them. Someday. Someday. Dream on, mate. It's no dream. Follow me and I swear I'll make knights out of all of you. I know you will. Ach, diese Cutscenes sind einfach geil. Unglaublich, das macht das Spiel noch viel interessanter immer. I need to sort out a few things here before the ball. You can go take a look around. Knowing the layout of the castle might come in handy. Oh yeah. If you want to go back, show this to the guard at the gate. Passierschein, okay. Ins Schloss gelangst du vom Schlossplatz, okay. Wir reden natürlich mit den Ritter, ist ja wohl klar.
Geh mir aus dem Weg. Ah, ich darf nicht? Wie gemein. Ach, und Dagran darf mit dem reden. Ja, natürlich. Okay, ich sollte vielleicht nicht alle anrempeln, aber es macht einfach nur Spaß. The Lady Callista. Wer? Welche Lady? The Lady Callista is Lord Gerald's betrothed. Today will mark Lady Callista's debut in high society. The Rambolt family's position, combined with the Argonan family's assets, will surely change the balance of power within the Empire. Okay. Die wird bestimmt entführt, oder die müssen wir wahrscheinlich, ja, hört auf zu labern. Die müssen wir wahrscheinlich ja, die wird entführt und wir müssen sie wahrscheinlich retten. Ein Speicherpunkt, ich habe gerade schon gespeichert, Gott, ich habe keine Karte, wie unfair. Die erzählen alle irgendwas mit Prinzessin, was auch immer, Callista. Geh mir aus dem Weg, stürzt die Treppe am besten runter. Oh, bin ich wieder nett. Hier fällt mir auf, die Lichteffekte sind nicht so super. Hier scheine ich nicht viel... Ja gut, man scheint etwas stärker, der doch, man scheint etwas stärker, aber... hätten sie besser machen können? Ach, geh mir aus dem Weg. Darf ich da rein? Please refrain from entering this room. Okay, schon verstanden. Aber sie haben bitte gesagt. Da darf ich auch nicht rein, oder? Oh, I'm sorry, but this area is not ready. Okay, ich darf anscheinend nirgendwo hin. Is there any jewel in the world that is... Ich dachte, die stürzt runter. Is there any jewel? Um mich zu schmücken, gibt es jemals ein Juwel, das irgendwie das Recht hat, sich an meinen Körper zu schmiegen? Nein, gibt es nicht. Und die Juwele sind viel, viel schöner. Und die haben viel Besseres verdient, als an deinen hässlichen Körper dran zu kommen. Ist doch ganz einfach, oder nicht? So, gehen wir mal auf die andere Seite. Ah, da. Da dürfen wir doch rein. Bibliothek. Da ist bestimmt hier Mirania drin. Stimmt's? Na, wo ist er? Nee, mit dir rede ich noch nicht. Ich will erst Mirania sehen. What now? The book's still out on loan and I can't find a copy for sale anywhere. Doesn't anybody have a copy of The Art of Magic? Ich hab sie leider nicht. Nein. Aktion. Oh. Sind das Bücher? Ich hasse lesen. Aber wir machen mal Arganan 1 und die Hexe 1. Oh ne. Aber das kann man ja gar nicht lesen. Was ist das für ein Buchstabe? Nee. Das lese ich nicht. Mache ich auch nicht. Ey, kann ich auch gar nicht. Mein Terrarium und so. Erdbeerkäse. Na gut, also ich habe es aufgelassen, wenn ihr es lesen wollt. Ich hoffe, das kann man erkennen auf YouTube. Mein Grabber ist ja nicht der geilste. Wer Interesse hat, das zu lesen, ich blätter. Also tu mal hier. So, ihr könnt auf Pause drücken. Genau jetzt. Lest euch durch. Nächste Seite. Pause drücken, durchlesen. Pause drücken, durchlesen. Okay? So. Ich werde es mir bei Gelegenheit auch offscreen mal durchlesen. Also wenn ich das den Part hochgeladen habe. Aber nicht jetzt im Let's Play. So. Pause machen, durchlesen. Pause machen und durchlesen. Gut. So, dann wird die Sache auch gegessen und wir reden mit dem. In diesem Globus werden Informationen über Lazulis und die Argan aufbewahrt. In der Bibliothek werden fortwährend alte Schriften entziffert. Okay. Und wo ist jetzt Mirania? Warum ist die hier nirgendwo? Wer ist das denn? Hallo. Da redet nicht mit mir. Da ist sie. Ich wusste es. Ich wusste es. Red mit mir und lass dich nicht mal wegschubsen. Rede mit mir. This is such a beautiful collection. I wish I could read every one. I doubt they'd lend any to a mercenary, though. Aha. Ich bin ja nicht so lesefähig. Ah, das sind Leitern, da können wir hoch. Oh, etwas schneller, bitte. Ich mache ein Let's Play, das müsst ihr berücksichtigen. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Lasst mich hier durch. Nein? Okay. Dann nicht. Hab nichts gesagt. Oh, eine Frau, die genauso aussieht wie die anderen. Warum haben die alle weiße Haare? Unglaublich. Nee, ich muss jetzt nicht einmal rumgehen. Kommt schon. Bitte.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch irgendwann ein Geheimnis drin ist. Ich weiß nicht, Bibliotheken sind für mich immer so geheimnisvoll in Spielen. So Bücherregale und sowas, die man verschieben kann, wo man so an jedes Bücherregal durch muss und dann... Ah, da ist ein Schalter und dann machen so... Tschung, und dann geht da eine Tür auf. Das ist doch immer so. Ich weiß immer noch nicht, ob du ein Buch ausleihen willst oder nicht. Und es ist immer noch nicht das Buch der Magie, was du suchst. Gibt es immer noch nicht. Tut mir leid. Frag Mirania, die kennt eh alle Bücher. Die kann dir da ein bisschen helfen. Okay. They keep such elegant oh nein. Your hair is all pretty too. Oh, stop it. You'll make me blush. Ich bin rot. Lowell war ja wieder mal sowas von klar. Hier, schubst dich weg. War das nicht peinlich? Es geht die Frau bestimmt weg, weil das so peinlich war, dass du dich anschubsen lassen hast. Oh, mehr ist hier nicht? Okay. Oh, dieser Verwischeffekt ist auch cool, dass man erst alles scharf sieht, sobald man näher dran ist. Das ist auf jeden Fall eine tolle Technik. So, gehen wir mal wieder runter. Wie sieht's aus? 11 Minuten. Okay. Hallo. Is that one of your friends bellowing in the courtyard? Can't you do something? I can't leave my post. Ist das die Ren? Wahrscheinlich, ne? Aber die ist doch noch gar nicht besoffen. Das ist doch gar nicht ihre Art. Wenn sie nicht besoffen ist. Sorry, mate. You won't say that to my face. Come on, then. Say it again if you're hard enough. I heard the way you said mercenary just now. And? That is what you are, is it not? I'm saying I can't stand your holier-than-thou attitude. Your delightful manners are just what one would expect. From a mercenary. Oh, you really want your ass kicked, don't you? Then bring it! Stay your blade. General Astar. You want some as well, you old git? Lady Mercenary, I apologize to you for my pupil's behavior. That's net. However, this is causing quite a spectacle. So would you humor me and leave your weapon sheathed? Sure, whatever. You've killed the mood now anyway. And I've got better things to do. Ganz eingeschüchtert. A minor crisis averted? This day is a joyous one. We ought to enjoy it. Der Weißhaarige gefällt mir nicht und ich habe irgendwie das Gefühl, der tut diese eine heiraten. Ich weiß nicht warum, weil der sieht so prinzenhaft aus und der Prinz heiratet ja immer diese andere. Sir Therius, what were you thinking? No one would believe you were a knight if they saw you behave in such a manner. General, doch kein Prinz. The public expects us to act with decorum at all times. To betray that trust is a great dishonor. My sincere apologies. Raise your head, Therius. No need to look so depressed. My apologies, General. You know, I just paid a visit to the castle barracks. Die haben eine Kneipe? Your thoughts, General. Ach nee, Kaserne. Lazarus ist auch Alkohol, Island oder? Is too peaceful. The result? Knights who forget their swords. They think not of their duty, but only of themselves. I agree, General. The knights I see here are totally devoid of aspirations. Indeed, the mercenary we just met seemed much more adept as a swordsman. Quite. Therius. Therius. I am thinking of training another knight here. You wish to take on a new pupil? Is that worry I hear? Fear not. I doubt anyone could surpass you. Ich. Therius, I feel that the cloying peace of this island hides something darker.
If there is anywhere that requires honorable knights, is it not this island? Agreed. With each day that goes by, more pain is caused throughout the Empire by the land's decay. And this island is a key location. Oh, so having a knight here who the people can trust could ensure peace throughout the entire Empire. Indeed. Sotherius, when that time comes, you must work together with that person. Yes, General. It will be as you wish. Therius, it's just you and me. No need to be so formal. As you command. Therius, I just said not to... No. Oh, no wonder you're not a hit with the ladies. Warum muss ich mir eine Cutscene ansehen von zwei Leuten, die ich nicht kenne? Und vor allem sagt er irgendwie, man muss mit irgendjemandem zusammenkämpfen. Der kommt nicht in meine Truppe, der ist mir unsympathisch. Das war enorm. So, und jetzt fragen wir natürlich erstmal Siren, was sie sich dabei gedacht hat. Machen sie so richtig an. Ja, weggeschubst, ey. The city's nice enough, but the castle's filled with some right creeps. Ach, das war alles? Okay. Hübscher Garten. Garden. Hübscher Garten. General Astar. Now there's a man who deserves respect. He wields the mantle of Ah, ein Vorbild für jeden Ritter und so weiter. Militärflügel. Entry is forbidden to all but knights. Leave immediately. Ich bin ein Ritter. Seht ihr das nicht? That General Astar. Ja, ja, dieser General Astar, General Astar, hat so viel Respekt verdient und so. Er ist so vorbildlich für alle Ritter. Oh, ist das Schloss groß. Das ist ja fast so groß wie die Stadt selber. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh Gott, ich weiß nicht, wie die Melodie weitergeht. Diese dramatische. Und dann kommt da so was Schnelles, irgendwie so. Oder so. Irgendwie so. So, da darf ich auch nicht raus, ne? This is known as the Forbidden Gate. Forbidden Tor, 100 Jahre nicht geöffnet. Hm? You want to know what's behind it? Yeah. That's a mystery. Nobody's been through the gate to find out. Okay, war klar, dass ich da nicht hin darf, dass ich total umsonst denke. Aber da muss ich bestimmt irgendwann rein, wenn dann hier ganz viele Monsterhorden und so sind. Bin ich dann Sackgasse und dann so, nein! Und dann ist diese Prinzessin bei mir. Diese Callister, die entführt wird. Das ist mir ja schon ziemlich klar, dass sie entführt wird. Und, nein, das darfst du nicht öffnen. Das wurde seit hunderten von Jahren nicht geöffnet. Also, und was sollen wir sonst machen? Und dann wird dieses Tor geöffnet. Und dann kommen da irgendwie Monster raus. Oder ich krieg irgendwie noch eine stärkere Kraft oder sowas. Irgendwie sowas passiert. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Denke ich zumindest. Das ist ziemlich... So würde ich es auf jeden Fall entscheiden, wenn ich das entscheiden könnte. Ah, was macht der denn da jetzt? Hallo. Saran's flat. By the way, I think oh nein. She should still be on the second floor, near the top of the stairs. Sagt er es nochmal? Saran's flashed her fangs, eh? She excels at making trouble. By the way, I think Dagran's all done with the preparations. He should still be on the second floor. Okay, das hatten wir schon. Da ist Uwick. Aber wir speichern. Erst einmal. Und dann, liebe Leute, werden wir mit Uwick sprechen. Und dann werden wir mit Dagran sprechen. Und dann scheint eine nächste Cutscene zu kommen, weil Dagran jetzt fertig ist. Und deshalb machen wir jetzt Ende und ciao, ciao. Nicht den Daumen hoch vergessen. Yeah. Nein, also falls euch der Part gefallen hat, dann natürlich schon. Sonst eben nicht. So, und deswegen sage ich ciao, ciao und bye, 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 bye.